Kaffeerösterei Oetterli & Co. AG ist ein Unternehmen, das seit 1895 in der Stadt Solothurn Kaffee röstet. Beim Neubau im November 2017 ist am Geschäftsführer Bernhard Mollet vor allem auch die Nachhaltigkeit wichtig gewesen. Bei der Planung des Neubaus habe ich natürlich zuerst an ein Betongebäude gedacht. Mein Bruder, der die Architektur gemacht hat, hat mir davon abgeraten und gesagt, es gäbe heute viel bessere Sachen, auch in Bezug auf Energienachhaltigkeit. Und darum habe ich mich nachher für die Paneele entschieden, die rund 25 cm dick sind und von außen die Wärme und Kälte abhalten und von innen natürlich genau das Gleiche noch machen. Die feinen Nuancen und Aromen, die der Kaffee später mal ausmachen, führen schon bei der richtigen Lagerung der Kaffeebohnen an, wo wichtige Parameter müssen eingehalten werden müssen. Damit wir den Rohkaffee bei konstanten Temperaturen lagern können, das betrifft vor allem den Sommer, habe ich mich entschieden, ein Klimagerät reinzutun, das zu 100% durch den Tag von der Sonnenenergie gespeisen wird. Also eine fantastische Lösung. Wir haben konstant 18 Grad in diesem Raum. Und das ist natürlich nachher auch gut für die Kaffeequalität in der Tasse. Das Herzstück des Oetterli Kaffee ist die neueste Röstanlage, die die Kaffeebohnen bei einer Temperatur von bis zu 220 Grad zwischen 12 bis 14 Minuten rösten. Der Rauch, der dabei entsteht, wird mit einem weiteren Rauchverbrenner bei 400 Grad erhitzt und emissionsfrei in die Atmosphäre ausgegeben. Für einen Röstprozess verwendet die Oetterli & Co. AG Biogas aus der Region. Mit dem Einsatz von Biogas können wir im Jahr rund 17 Tonnen CO2 sparen. Und es hat mich natürlich Wunder genommen, was das bedeutet. Sie sind also Zahlen, die nicht so greifbar sind. Das entspricht einem Flug von Zürich auf Südafrika für 5 Personen. Für einen sorgfältigen Umgang mit dem Solarstrom hat man auch beim Licht auf LED-Technik gesetzt und Bewegungsmelder in den Produktions- und Büroräumen eingebaut. Auch meine Mitarbeitenden habe ich auf die kleinen, aber eben ganz wichtigen Sachen sensibilisiert. Das heisst, ich habe auch gesagt, sie sollen die Abwaschmaschine durch den Tag laufen, wenn wir schon die Energie vom Dach haben. Das Gleiche gilt auch für einen Stapler aufzuladen. Auch dort, der wird durch den Tag aufgeladen. Faire und nachhaltige Bedingungen bei der Kaffeeherstellung waren der Oetterli & Co. AG schon immer ein Anliegen. Und so gehören sie auch zu den Mitbegründern der Max-Havelaar-Stiftung und sind mit dem Label BioSuisse zertifiziert. Wir haben ja den Schweizer Meister im Kaffeerösten bei uns im Team inne und das sagt schon alles aus. Wir wollen die beste Qualität in der Schweiz inne haben und das können wir unterdessen auch mit Stolz so sagen. Und was einen guten Kaffee geschmacklich für Herrn Mollet ausmacht, ist? Der gute Kaffee kann ich ohne Zucker und ohne Rahm trinken und er hat seinen Namen auch verdient. Der Kaffee ist eine Kaffeefrucht und das sollte eben nicht bitter schmecken, sondern es sollte fruchtig, aromatisch im Gaumen sein.